Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Sky Factory 2.5. Und ich habe euch jetzt schon zum dritten Mal begrüßt. Ihr habt nicht geantwortet. Nein. Das bedeutet, ich mache diese Aufnahme jetzt zum dritten Mal. Also wenn ich jetzt schon ein bisschen komisch klinge, dann liegt das vielleicht daran. Ja, ich bin wieder zu Hause, in meiner Welt, auf meiner Plattform. Und da habe ich ja noch eine offene Aufgabe, denn es war ja nicht damit getan, dass wir uns einfach mal diesen Wither schnappen und ihm das Sternchen klauen. Sondern mit dem habe ich ja auch etwas vor, nämlich einen Infusion Stone bauen. Einen ziemlich guten, einen den besten. Nur muss ich dazu noch etwas herstellen und dazu brauche ich dieses Teilungssiegel in aktivierter Form. Und um das zu aktivieren, muss ich hier ein ganz dämliches Ritual durchführen, was ich jetzt schon zweimal verkackt habe. Ob ich es jetzt schaffen werde, ich weiß es selbst nicht so genau. Ich bin jetzt nicht mehr so davon überzeugt. Alles startet jetzt aber erstmal damit, dass wir hier unsere schöne große Magnum-Fackel aufstellen, damit nämlich ansonsten hier Ruhe bleibt. Warum, das werdet ihr später sehen oder ihr wisst sowieso schon selbst. Ja, da hinten wird das Ganze dann stattfinden. Ich habe diesmal auch schon zwei Probanden hier. Und ich hoffe, dass diesmal der Käfig richtig ist. Beim ersten Mal ist mir einer runtergefallen. Beim zweiten Mal war der Käfig nicht korrekt. Und ich hoffe, dass es jetzt funktioniert, wenn der Zaubertisch freie Visierlinie auf die Freiwilligen hat. Ja. Das aber sehen wir erst später, denn das kann man nur bei Mitternacht machen und davon sind wir noch ein paar Minuten entfernt. Ja, deswegen nutze ich jetzt die Zeit. Jetzt muss ich schon selbst lachen und erzähle euch zum dritten Mal, dass mich die ganze Britannia-Geschichte, die ich in den letzten Folgen so erledigt habe, irgendwie so angefixt hat, dass ich jetzt schon Bock hätte, hier so ein bisschen, ja, Britannia mal so hoch zu eskalieren, survival-technisch. Um mal zu gucken, was man da so rausholen kann, ob das wirklich praktikabel ist. Es macht irgendwie super viel Spaß mit diesen lustigen Pflanzen, die immer so spannende Dinge tun. Könnt ihr mir mal schreiben, ob ihr da Interesse dran habt oder nicht? Wir können auch gerne mal uns einen anderen Mod genauer angucken. Denn ich möchte jetzt mal so langsam die Mods so ein bisschen durchgehen. Ich gehe davon aus, dass es nicht so sonderlich aufregend ist, wenn ich jetzt hier Türmchen für Türmchen baue und dann immer mit dem Dachbau und den Carpentersblöcken kämpfe. Das könnte ein bisschen sehr, sehr wiederholend werden und ich glaube nicht, dass das aufregend ist. Da habe ich mir gedacht, komm, Botania geht doch einfach immer. Oder auch irgendwas anderes, wo man sich mal so kurz reinfuchsen kann, um mal zu gucken, was da passiert. Strom ist ein bisschen niedrig, fülle ich gerade mal nach und ich gucke mal, ob hier noch ein Säckchen drin ist. Okay, ich kann es euch verraten. Ja, es ist eins drin. Vorhin waren es zwei und da habe ich in der Aufnahme gesagt, ich nehme mal lieber nur eins raus, falls ich die wieder verkacke. Und seht ihr mal, ich kenne mich selbst am besten. So, gehen wir mal ein bisschen hier ans Licht und gucken mal, was drin ist. Ein Kupferbeerenbusch und ein Bedrockium-Barren. Bedrockium ist irgendwas ziemlich Wertvolles, das weiß ich. Der Kupferbeerenbusch passt da meiner Meinung nach nicht so rein. Und er ist auch ultra schwer, dieser Barren. Wenn man den nämlich in der Hand hat, dann läuft man ganz, ganz langsam. Langsamkeit 4. Unendlich. Ja, das dürfte der Kiste relativ egal sein, in die ich diesen Barren jetzt legen werde. Dann ist halt die Kiste langsam. So, warum habe ich hier noch einen Kopf dabei? Ah, ich habe die Monsterfalle sortiert. Ja, vorhin in dem Säckchen hatte ich übrigens einen Wither-Skelettschädel, beziehungsweise zwei Enderium-Barren und einmal mit Primär-Mana. So, und jetzt wäre es ja noch der Brüller, wenn ich es jetzt hinkriege, dass ich Mitternacht überquatsche. Würde ich mir im momentanen Zustand auch zutrauen, irgendwie. Ja, nähern wir uns mal langsam der Geschichte und ja, erzähle ich mal wieder, wie das Ganze funktioniert. Der Verzauberungstisch von Minecraft standardmäßig, der steht da. Ich glaube, das sollte ich lieber auflassen. Na, mal gucken. Der würde jetzt aber so noch nicht funktionieren, denn ich muss hier auch noch einmal Redstone drumrum liegen. Legen, nicht liegen. Ja, und dann muss ich jetzt nur noch bis Mitternacht abwarten. Sind hier nur noch 2,5 Stunden. Also jetzt nicht Echtzeitstunden, das wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen brutal, sondern Minuten. Das kriegen wir, glaube ich, hin. Wusstet ihr Erfahrenen übrigens, dass man aus diesem aktivierten Teilungssiegelritual noch ein weiteres Ritual machen kann? Habe ich zufällig gelesen. Dazu muss man nur ins End gehen und irgendwo vier Kisten aufstellen mit
ganz exklusiven Gegenständen drin und man muss dann auch noch 100 Gegner besiegen, ohne selbst getötet zu werden. Und alles, was man dafür bekommt, ist dieses Teilungssiegel in unendlicher Form, dass es sich nicht abnutzt, denn dieses hier, was ich jetzt versuche herzustellen, wird nur 256 Mal benutzbar sein, danach ist es unwiederbringlich kaputt. Allerdings mit viel Glück kriegt man von diesen Teilungssiegeln mehrere. Jedenfalls hier bei Sky Factory. Ich kann das jetzt gerade, glaube ich, nicht zeigen. Ich meine, es ist in irgendeinem Blutsäckchen drin. Also von daher, ich weiß nicht, ob man da unbedingt ins End steigen muss, um das Siegel noch stärker zu machen. Aber ich wollte es mal erwähnt haben. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, bis hier die Action losgeht. Ich war ihr Arm. Oder auch nicht losgeht. Man weiß es ja nicht. Ich habe das jetzt schon zweimal behauptet, dass hier Action wäre und es war keine. Ja. Ja, mein Plan ist jedenfalls für die, die sich schon auskennen, dass ich hier mein Ritual vollziehe und dann einen flinken Fuß nach draußen mache. Ich habe nämlich keine Lust, mich mit diesen ganzen Gestalten dann anzulegen, die da kommen werden. Dann möchte ich einfach schnell schlafen und warten, bis das hier alles abgebrannt ist mit der verfluchten Erde. Mal schauen, ob das so funktioniert. So, ich hoffe, ihr seid jetzt dicht genug dran. Also mein Siegel hier, das macht schon wieder lustige Farben. The time is right, sagt er. Huch. Perform the sacrifice. Naja, es musste ja dann auch mal funktionieren. Oh. Was eine Erleichterung. So, ihr könnt ja jetzt machen, was ihr wollt. Ich gehe schlafen. Ja, welch teuflischer Plan. So komme ich nämlich ohne großen Einsatz hier drumrum, mich mit diesen Viechern anzulegen. Die kommen da nicht raus. Ich komme nicht rein. Ja, ist gut. Ja, da ist jetzt Folgendes passiert. Da hat sich der Boden unter den Füßen in verfluchte Erde umgewandelt und da spawnen Monster ultraschnell drauf. Und bei Tageslicht aber, da wird diese Erde ziemlich unspektakulär. Da brennt sie nämlich einfach ab und übrig sollte bleiben ganz einfacher, ja, Boden, Erde. Erde 3 heißt sie, glaube ich, so neben meinem Stein 1. Ja, und da sehen wir sie schon. Da ist sie, die Erde. Und dieses Teilungssiegel hat jetzt in Klammern aktiviert dastehen. Das bedeutet, jetzt können wir es einsetzen. Mir graut zwar schon ein bisschen davor, wofür ich das jetzt einsetzen muss, nämlich nur noch so eine verdammt gefährliche Geschichte. Ich habe auch schon riesengroß Bock da drauf. Denn mir ist es auch schon passiert, dass diese Geschichte schief ging und das hat dann Konsequenzen. Körperlicher Natur für den, der es verzockt hat. Ja. Holen wir doch schon mal die Inkredenzien. Eisenbarren brauche ich zwei. Lege ich mal darüber. Ich brauche zwei Diamanten. Ganz wichtig dann noch. Na, machen wir nach. Zwei Diamanten. An denen sollten wir bald keinen Mangel mehr haben. Sollten, wohlgemerkt. Und dann geht's abwärts zu den Minitio-Feldern. Da habe ich mir schon was zurechtgelegt, nämlich den Strong Infusion Stone und vier Glowstone-Essenzen und eine Obsidian-Essenz. Und den Netherstern habe ich natürlich auch dabei. Und sonntags auch mal zwei. Ach nee, heute ist ja Sonntag, also für mich jedenfalls. Mal gucken, ob das Feuer sich da jetzt so ein bisschen gelegt hat. So einen Heilungstrank hatte ich mal sicherheitshalber auch mitgenommen. Die kriegt man ja auch aus der Falle immer raus. War jetzt aber gar nicht notwendig. Es lief jetzt auch wesentlich glatter ab, als ich dachte. Also mal abgesehen davon, dass es halt der 100. Versuch war, aber ansonsten recht erfolgreich. Ja, alles hat er abgebrannt. Nur das Zauntor steht da noch einsam in der Gegend rum. Ja, ich glaube, ich helfe da jetzt mal ein bisschen mit, damit das hier jetzt auch mal vorangeht.
So, wenn ich jetzt diese verfluchte Erde haben wollte, müsste ich sie mit Behutsamkeit abbauen. Ich will aber gar keine verfluchte Erde haben. Ich will die verfluchte Erde nicht. Deswegen löschen wir jetzt mal nur hier die Brandnester. Außerdem ist diese Feueranimation, in Anführungszeichen Feuer, furchtbar. In diesem Texturenpaket. Leider. So, Löcher fülle ich auf, aber ja, wenn ich mich jetzt dumm anstelle, habe ich hier gleich ein ganz großes Loch. Ach, ich habe schlauerweise auch meine Spitzhacke weggelegt. Ich wusste ja nicht, ob mir irgendwas Schlimmes passiert und da wollte ich jetzt nicht da meine ganzen Sachen liegen haben. Ah, nehmen wir mal die Diamantspitzhacke mit und bauen mal den Zaubertisch wieder ab. Den brauche ich nämlich nicht mehr. So, das Redstone hier kann auch weg. Das fülle ich aus. Und dann kommt jetzt hier unsere Werkbank hin. So, jetzt erkaufe ich mir noch ein bisschen Zeit, weil ich überhaupt keine Lust habe, das zu tun, was ich jetzt tun muss. Und sammle mal die Erde auf. Erde aufsammeln ist immer ganz wichtig. Wobei bei mir wirklich schon, denn ich habe nicht mehr so viel Erde und ich brauche noch verdammt viel, um diese Löcher hier zu schließen. Da kann man das nicht einfach verkommen lassen. Spinnenauge. Ja, wie geht's jetzt weiter? Nun, ich muss mir jetzt besondere Barren herstellen, nämlich die instabilen Barren. Ach, die Fackel lassen wir mal noch stehen. Erinnert mich dran, falls ich irgendwann mal sage, meine Monsterfalle wäre kaputt. Liegt dann daran, weil hier die Fackel noch steht. Diese instabilen Barren sind unglaublich lustig. Die explodieren nämlich nach 10 Sekunden. Das heißt, man muss sie in 10 Sekunden verbauen. Es ist nicht möglich, sie ins Inventar zu nehmen. Kleiner Einschub. Wenn man dieses abartige Ritual dann noch macht, von dem ich erzählt habe im End, dann bekommt man aus diesem Ding auch die Barren raus, die auch instabil sind, aber die man in der Gegend umhertragen kann. Ja, das, was jetzt erforderlich ist, ist einfach ein bisschen Konzentration. Und das ist natürlich super schwierig, wenn man dabei auch noch Sachen erzählen muss. Ja, ich habe es mir ja so ausgesucht, ne? So, wir legen schon mal alles bereit. Vielleicht auch richtig rum. So, das ist der labile Barren. Nach 10 Sekunden explodiert er. Das bedeutet, ich muss dann das Folgerezept innerhalb von 10 Sekunden aufbauen. Das habe ich hier schon mal angedeutet. So sieht das ganze Rezept aus. Und dann, ja, drücken wir uns mal alle die Daumen oder ich mir und ihr mir und wir uns alle. Und dann gehe ich jetzt mal an die Arbeit. Ich habe da gar keine Lust zu. Ah. Welche Beruhigung, wir haben den Extreme Infusion Stone uns gebaut. Ja, aus dem könnte ich nämlich jetzt diese Civico-Essenzen herzaubern. Aus den ganzen Minizio und Actio und Imperio und wie sie alle heißen. Das war aber noch nicht alles, denn es gibt hier noch eine Steigerung von. Nämlich den Master Infusion Stone, von dem habe ich erzählt. Und da steht drunter Infuses All. Durability Infinite. Also er infusiert, wollte ich sagen. Ja, er infusiert alles. Infusioniert? Weiß gar nicht, wie das heißt. Naja, jedenfalls, er macht alles und er ist unendlich haltbar. Dazu brauche ich 4 von diesen Höllenbarren und epischen Speck. Ja, epischer Speck ist ja dieser lustige Speck aus Pam's Harvest Draft. Der aus Tofu oder Schweinefleisch besteht und ganz vielen Farbstoffen. Den muss ich mir allerdings jetzt erstmal kochen und das wird eine Weile dauern, beziehungsweise da nehme ich euch einfach mit. Das machen wir nämlich gemeinsam und dann machen wir uns diesen Super Infusion Stone und dann gucken wir mal, was die Magical Crops noch so hergeben. Ja, als noch kleinen, nein, nicht Cliffhanger, als kleinen Absacker, genau, blende ich jetzt gleich nochmal rüber in die Testwelt und ich möchte noch eine lustige Geschichte zum Mampftau erzählen, die habe ich auch erst später festgestellt. Ein kleiner Absacker, ich hoffe, er gefällt euch und ich sage Tschüss, macht's gut und bis nächstes Mal.
So, da kommt jetzt auch der kleine Rausschmeißer. Nizi ist auch schon ganz aufgeregt. Ja, ich hatte ja schon diesen Mampftau vorgestellt. Diese Blume, die isst ja Laub. Und da hatte ich so drei Laub dahinter gesetzt und gesagt, ach, wie süß. Ach, guck mal hier. Und diese Agrarophylle, die kommt sogar bis zu diesen Setzlingen hier dran. Ja, ihr müsst aber dem nicht so einzelne, ja, Laubblöcke hinstellen. Da kommt nämlich die arme Mampftaupflanze nicht weit mit. Die ist nämlich ein kleines Leckermäulchen und die ist auch sehr hungrig. Das wollte ich euch einfach nochmal gezeigt haben. Da passiert nämlich dieses. So, und es sieht aus, als würden wir morgen schönes Wetter haben, denn sie hat alles aufgegessen und mir nur so zwei Baumstämme hier stehen lassen. Ja, und dann legt sie hier auch volle Kanne los und füllt diesen leeren Mana-Pool ziemlich flott auf, also in Verhältnissen von Botania. Ist einfach super süß, wenn diese Pflanze da ganze Bäume entlaubt und die kommt auch ziemlich hoch. Wir haben mal gezählt, sie kommt nämlich acht Blöcke in die Richtung, acht Blöcke in jene Richtung und acht Blöcke nach oben. Die ist schon ziemlich hardcore drauf. Ja. Das war's jetzt aber wirklich für heute. Macht's gut.